So, jetzt schauen wir mal rein. Mhm. Da ist Ihr Gericht. Ja, da muss ich gerade den Deckel abnehmen. Da müssen abnehmen. Sie jetzt, glaube ich, den Deckel abnehmen. Ja. Wie heißt das Gericht? Es heißt Aquapazza. Aquapazza. Das heißt verrücktes Wasser. Verrücktes Wasser. Warum es so heißt, weiß ich nicht. Es muss jetzt eine halbe Stunde noch, eine Viertelstunde. Viertelstunde. Noch, ich ohne Deckel weiter. 15 Minuten. Ja. Es ist einfach verrückt einfach. Das ist, es ist verrückt einfach. Deswegen, na wunderbar. Heißt es wohl Aquapazza. Aquapazza. Und wie, was ist da alles? Sie können ja jetzt das mal ist zeigen. Im Prinzip ein Gericht, was sehr intuitiv ist. Man kann so machen, was man will im Prinzip. Mhm. Ich habe hier Hähnchenschenkel. Die muss ich gerade anbraten. Soll ich das mal anmachen? Ja, machen Sie das bitte. Das ist eine relativ große Flamme. Ist das ja, okay? Ja, das ist völlig in Ordnung. Hier habe ich Knoblauch drin. Ja. Den habe ich in Öl gebadet. Mhm. Und der darf da nicht reinkommen. Ach, der soll jetzt nicht rein? Na ja, gut, ja, das ist ein bisschen drin. Das ist ja nicht okay. Aber wenn der schwarz wird, der Knoblauch, dann wird der so bitter. Und da brate ich jetzt diese Schenkelchen an. Die Amerikaner nennen diesen Teil ja Drumsticks. Ja. Das sind die Trommel. Trommelschläge. Schläge, ja. Schlägel heißen sie auch bei uns. Ja. So. So, das ist ganz groß, ja. Okay, wird auch gleich sprutzeln und bratzeln und brutzeln. Ja, und hier haben wir Wender. Wender, ja. Wir können auch ein Holz nehmen, je nachdem. Ein Holz ist mir lieber, ja? Ja. Ich weiß nicht, wo unsere schönen Holzdinger sind. Hier. Ja. Ja, wunderbar. Und das wird dann eigentlich nur aufgefüllt mit anderen Dingen? Ja. Anbraten. Ja, das dauert jetzt noch ein kleines bisschen. Das wird zwar nachher, wenn es erstmal heiß ist, geht es ganz schnell, aber bis es soweit ist. Ach, und da kommen dann diese ganzen Sachen, die ich da gesehen habe, die kommen dann so langsam rein. Kommen langsam da rein. Man kann also das variieren ohne Ende. Ja. Also man kann das mit Fisch zum Beispiel machen auch. Aha, auch. Jetzt geht's los. Sie kochen viel, ne? Ich koche viel, ja, gerne. Esse auch gerne? Ja. Naja, nicht alle, die gerne essen, kochen auch. Ja. Aber ich glaube, Männer, wenn sie kochen überhaupt, ja, dann kochen sie meistens gerne und leidenschaftlich. Ja. Obwohl man sagen muss, die Lanze für die Frauen brechen muss, wenn man jeden Tag zwei Mahlzeiten am Tisch stellen muss, ist eine ganz andere Sache. Ich habe das erst neulich gesagt. Wenn all die leidenschaftlichen Männerköche, wenn die jeden Tag für die Familie kochen müssten, ob die dann noch so leidenschaftlich kochen, das haben wir gerade neulich darüber gesprochen. Ja. Das weiß ich auch nicht. Nein, das ist ganz klar. Das ist ein großer Unterschied. Schwarzen Pfeffer noch. Und wie sind Sie ans Kochen gekommen? Ich bin ans Kochen gekommen als Kind schon, weil ich Schlüsselkind war. Ich musste einmal in der Woche selbst kochen. Da habe ich immer Brot gebacken. Aber Sie als Kind haben noch nicht die Sendung mit der Maus gesehen. Da gab es die Nein, noch die gab es noch nicht. Wie lange sind Sie schon bei der Sendung? Seit 1972, also gut 33 Jahre. 33 Jahre, mein Gott. Ja. Das ist eine lange Zeit. Und Sie als Schlüsselkind, heißt das, also die Mutter musste zur Arbeit, ja. Vater war auch nicht da. War schon verstorben. Und Sie mussten sich irgendwie versorgen? Ja. Dann habe ich Brot gebraten, das war ein Standardgericht, Brot gebraten. Moment, Brot, ein Scheibenbrot. Scheibenbrot. In was gebraten? In Margarine damals. Ja. Und einfach in der Pfanne? In der Pfanne gebraten. Margarine sehr und lecker, das mache ich heute noch gerne. Heute mit Butter wahrscheinlich? Ja, oder in Öl? Öl? In Öl, ja. Ich koche sehr viel mit Öl. Ja, ich fast alle. Aber ich mache auch für Soßen dann Butter. Aber so zum Anbraten mache ich auch Öl gerne. Ja. Ach, und dann und was dazu? Ja, und dann ein Spiegelei dazu oder eine Scheibe Käse. Und dann habe ich immer noch eine Soße dazu gemacht. Ketchup, ne, als Kind ja, klar. Ketchup. Und das habe ich immer verfeinert. Das war damals so in. Bis hin zu Cognac und Curry. Kleiner Junge schon mit Cognac. Uiuiui. Ja. Curry und Zucker und lauter solche Sachen. Ungewöhnlich. Man lernt dabei schmecken. Ja, aber das ist für jemanden, der noch so jung ist. Und auch wann war das etwa? Das war dann in den 60er Jahren. Ja. Ist das schon sehr progressiv, muss ich sagen. So, jetzt schneide ich ein paar Schalotten noch dazu, dass wir so ein bisschen anbraten können. Vielleicht ein bisschen runterstellen gerade. Ein bisschen runter, ja, gerne. Jetzt kommt Zwiebel rein. Zwiebeln, Schalotten sind das. Schalotten, ja. Mache ich lieber als normale Zwiebeln, weil die schon ein bisschen feiner schmecken. Ja. Braucht man jetzt nicht so fein zu würfeln. Ja.
Nein, das schmort ja dann und dann kommt ja so viel Flüssigkeit. Dann genau. Wird's ja eh, und die geben ja auch Flüssigkeit ab. Wir haben noch die Frühlingszwiebeln dazu, die schon mal dabei sind. Ja. Wunderbar. Und hinein damit. Ja. Das ist ja schon, wenn man das sieht und weiß und sieht, was da reinkommt. Entschuldigung, da weiß man schon, dass das gut wird. Mhm. So, jetzt kann da auch nichts mehr passieren. Herrlich. So, jetzt kommen Kartoffeln dazu. Ah ja. Die halbiere ich. Ja, das mache ich auch. Ja. Dann, die nehmen den Geschmack mehr auf. Besser den, auf und dann. Wobei ich auch ganz gerne diese hellen mit Schale auch benutze. Ja. Mhm. Ja, die kann man wunderbar essen und die nehmen auch das Salz schön an und auch vor allem die mit den Kräutern schmeckt das ganz wunderbar. So Thymian und Rosmarin. Sie haben ja auch eine Kochshow gemacht mit der Maus. Ja, das Kochen mit der Maus. Ja. Da habe ich auch viel gelernt dabei. Ja, das kann ich ja nur bestätigen. Da lernt man viel dabei. Fernsehbild, stimmt's? Wenn man es macht. Ja. So. Aber wenn man nur für eine Show kocht, zu Hause nicht, das wird nicht. Ja. Sie kochen auch viel zu Hause, ich koche auch viel zu Hause. Das geht gar nicht anders. Sonst. Ja. Na toll. So. Das wird jetzt schon. Ich glaube, für die Kartoffeln nehmen wir nochmal eine Prise Salz. Ja. Ich habe eigentlich wenig Angst zu versalzen, weil das eigentlich. Ja, lieber nachsalzen. Ja. Es ist viel leichter nachzusalzen als wegzusalzen. Das ist richtig. Aber ich denke, viele Leute nehmen auch zu wenig Salz. Also so ja. Aber ich bin sehr vorsichtig und salze nach. Mhm. So, was kommt jetzt an Flüssigkeit? Flüssigkeit. Das ist Brühe. Hühnerbrühe. Selbst gemacht. Sehr gut. Ja, ganz hervorragend. Das. Und dann brauche ich noch Weißwein. Ah. Dieselbe Menge etwa. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe hier, ist das okay? Ich habe einen Weißburgunder aus Franken. Aus Franken, ja. Von Fürst, ja. Wie viel brauchen Sie? Wollen Sie so einen Schuss? Oder? 250. Etwa dieselbe Menge wie die. Das reicht. Gut. Für uns darf ich auch einen kleinen, so als Küchenwein? Genau. Das ist ja schön beim Kochen. Und auch die Weine immer dazu probieren muss. Den man benutzt, gleich. Ja. Das ist wunderbar. Muss ja ein Gefühl dafür bekommen. Ich brauche nachher roten, dann nehme ich auch den wir dazu trinken später. Der passt gut dazu. Schön. So, jetzt mache ich wieder etwas größer. Ja. Jetzt kommen noch. Kommen noch die Kräuter wahrscheinlich? Die Kräuter kommen da rein. Jetzt kommt der Geschmack, Abteilung Geschmack. Das war jetzt Vitamine und das ist Bouquet Garni. Bouquet Garni, jawohl. Und ein Löffel Dijon-Senf. Mhm. Ein Teelöffel, genau. Ja. Sonst kommt man gar nicht da rein. Den rühren wir schon rein. So. Und das ist jetzt dieses Aquapazza. Ja. Diese Flüssigkeit. Ist, also man könnte jetzt noch Karotten reintun, alles mögliche, was die Küche wahrscheinlich gibt. Klar. Ich lasse den. Ja, ich brauche nämlich nachher auch welche. Genau. Jetzt haben wir nur noch hier die Tomaten. Die Tomaten. Und dann können wir das. Ui. Das ist, sieht sehr italienisch aus, Tricolore. Ja. Schön. Und dann hebe ich die Hähnchenschenkel, die Drumsticks, ein bisschen raus, damit die gleich im Ofen so ein bisschen. Aha, und das ist das, was wir da gesehen haben, nur dass es dort schon eine Weile drin war. Mhm. Das heißt, wir können quasi, sobald es klingelt, einen Topftausch machen. Ja. Wir können das reinstellen und das Fertige dann rausholen. Ja, das ist ja toll. Ja. Also ich muss sagen, das. Deckel drauf noch. Sieht nicht nur gut aus, sondern das, was da drin ist, verspricht auch wirklich sehr lecker zu werden. Ja, doch. Ja? Ist das ein guter Dinge. Typisch italienisch, oder? Ich habe es in Italien kennengelernt. Sie, waren Sie in Italien? Ich war in Italien, ja. Ich habe Italienisch gelernt nach der Schule in Sardinien. Und dann habe ich bei Franca Magnani ein Praktikum gemacht. Oh, unsere Schutzheilige. Kann man fast und sagen. Und habe da auch von ihr kochen gelernt und von allen möglichen anderen Damen und Herren. Und in Sardinien waren Sie, glaube ich, ne? Ja.
Da haben Sie da auch so, gibt es spezielle sardische Kochgewohnheiten und Sachen? Ja, die sardische Küche ist jetzt nicht die ganz große Küche. Also da ist mir die italienische, toskanische schon lieber. Schon besser, ja. Aber doch. Emilia Romagna ist eine. Ich habe also da von einer Nachbarin auch gelernt, wie man Minestrone macht und Tortellini und Gnocchi und diese ganzen Sachen. Ja. Gnocchi habe ich von Frankreich gelernt. Ich auch. Wie hat das noch mit diesem Rollen über das Das war habe ich in Sardinien nicht gelernt. Die ganze Feinheit. Das war wirklich fantastisch. Ja, dann machen wir das mal ganz klein hier. Ja, wir könnten das im Prinzip. Das ist so weit, dass man es oben. Ich kann es auch ausmachen. Wir warten jetzt, bis das. Ja, das klingelt jetzt gleich. Und dann tauschen wir einfach dann. Ja, noch 5 Minuten. Ja, kann ich ja schon mal hier ein bisschen anfangen mit meinem Brettern. War das mein Glas hier? Ja. So, also ich mache ein Wildragout. Ja. Und ich mache es, Vorsicht, ja. Ich mache es mit Reh, aber das kann man mit Hirsch machen, auch mit Wildschwein. Mhm. Wahrscheinlich auch mit Hase, habe es noch nie probiert, aber mit Wildschwein habe ich schon gemacht, mit Hirsch. Es ist ja ein Ragout halt. Es ist ein Ragout, klein geschnitten. Frei. Ne? Man ist frei. So, und ich mache es mit so ein bisschen. Butterschmalz hier sehe ich. Ja, so ein Butterschmalz. Mhm. Ne? Das brennt nicht so schnell an, das ist ganz günstig. Könnte man auch mit Öl machen. Also, ich sage jetzt mal, ich mache es mal so, aber da gibt es auch keine solchen Vorschriften in dem Sinne. Ich habe es irgendwo mal gelesen und da stand halt Butterschmalz drin und mache ich es halt mit Butterschmalz. Ja. Aber ich glaube, man könnte es auch mit Olivenöl. Also ich mache es sehr gerne mit Öl, aber also wenn man es richtig heiß haben will, ist Butterschmalz besser. Ja. Richtig so mehr Temperatur. Da können die so ein bisschen scharf anbraten. Mhm. Denn nachher kommen dann auch Rotwein und ich habe auch einen Wildfond. Auch einen selbstgemachten, nicht von mir, aber habe ich bekommen. Und dann machen wir das hier jetzt so. Und das gibt ein sehr schönes, vor allem, weil das mit Feigen ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Ein bisschen nordafrikanisch, ein bisschen marokkanisch. Das ist jetzt auch so Mode, dass man auch so süße Sachen mehr. Ja, es Ananas kommt, oder Feigen kommt, oder so. Kommt das viel. Und so die üblichen Sachen natürlich, Zwiebel und Karotten. So, aber eben die Feigen geben der Sache so einen kleinen speziellen Touch. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube nicht. Nein, noch nicht. No, jetzt geht's schon los. So langsam, ja. Jetzt schon. Sie essen wahrscheinlich auch sehr bewusst, also Bioprodukte und so, oder? Nee. Nicht so sehr. Nein, also ich halte zum Beispiel gar nichts von Light-Produkten oder sowas, weil dann isst man nur mehr davon. Light, da bin ich ja auch. Oh, in Amerika, grauenhafte. Fett-free Joghurt, fett-free Chocolate sogar. Fett alles ist wichtig zum Essen. Ja, sicher, man soll weniger essen. Also statt 4 Becher fett-free, einen Becher mit Fett, und das ist, da wird man auch nicht dick, oder? Ja, gut, ich bin kein Experte, nicht dick werden. Naja, aber gut, Sie wissen, was ich meine. Also, ja, natürlich. Gucken Sie sich doch mal in Amerika an. Am schlimmsten ist es in Disneyland. Ich war mal in dem kalifornischen Disneyland. Aber so viel solche Männer und Frauen habe ich in meinem Leben auf einem Platz nicht gesehen. Auffällig, Das ist wirklich auffällig. Nein, Leid nicht. Aber ich bin auch nicht dieser, sagen wir mal, verrückte Bio-Food nur alles, sondern aber ich achte schon ein bisschen darauf. Aber wenn man schon Bio heißt? Ja, vielleicht gerade dann nicht so. Und Sie haben einen eigenen Garten, habe ich gehört. Ja, wir haben einen kleinen Schrebergarten aus der Köln. Machen Sie ja auch Gemüse und Eier. Ja. So? Aber ich bin froh, dass ich nicht davon leben muss. Da würde ich verhungern wahrscheinlich. Sie meinen aber nicht es nur. Schon lecker, wenn man. Also es gibt nicht immer genug, oder was? Nein. Man muss dann trotzdem noch natürlich einkaufen. Ja. Aber wahrscheinlich sind zum Beispiel das leckere so Kartoffeln kann man machen. Highlights, und so. Wenn man mal was. Ja, selbstgemachte Zucchini, selbstgezogene Zucchini. Schmeckt einfach besser. Ja. Auch wenn man. Und wenn es nur psychologisch wäre, dass man sich's einbildet. Der das Kopf reicht, ist mit, das reicht, natürlich. das reicht. Ja. So, dann können Sie das mal rausnehmen. Ja. Wir haben noch mehr, ja. Oh ja, das ist schön geworden. Schön geworden. Und dann würde ich Sie bitten, aber. Kann man das hier auf den. Auf die das kann man auf die Stacheln stellen. Ja. Und dann auch mit
einfach dieses reintun. Das da. Aber auch mit Küchentüten, mit diesen. Das ist alles sehr heiß. Topflappen. Topflappen, ja. Das ist bei Gas immer sehr. So, noch mit geschlossenem Deckel. Ach so, Deckel, ja. Ist, wo haben wir denn? Der ist schon drauf. War schon drauf. Ah, ja. Sehr gut. So, die sind jetzt schön angebraten. Ja. Jetzt kann ich da meine Zwiebeln dazu tun. Ich richte schon mal ja, an. Ja, das wäre gut, weil das so heiß ist. Genau. Das sieht schon so heiß aus mit schon, der Flüssigkeit. Ja. So. Zwei Gabeln. Ist alles da, ja. Ein Löffel. Ja. Also ich tue jetzt hier die Zwiebel und die Karotten rein. Ja, eigentlich schon die Feigen. Alles, was wir besprochen haben. Ne? Lorbeerblatt. Ich tue noch einen Schuss Zitrone hier rein. Zitrone? Ja. Ah ja, schön zum Abspecken. Mhm. Das kommt zum Schluss. Und ein bisschen Salz fehlt auch noch. Ja. Ein bisschen mehr Wacholderbeeren. Mhm. Ja, die Feinheiten. Und noch ein Pfeffer, schwarz. So, gemörserte Wacholderbeeren. Also, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen. Alles, was hier stand, was Sie gesehen haben, habe ich jetzt da reingetan. Es ist eigentlich sehr ähnlich, ne? Das, ja, auch, ja, 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 eigentlich, ja, schön. Ja, ja. So, jetzt kommt Brühe. Das ist jetzt Wildfond. Und dann ein bisschen Rotwein. Tu noch einen Löffel Zucker dazu. Ah, ein Löffel Zucker. Immer irgendwie gut für Soßen. Ich, ja. Das mache ich so nach Augenmaß. Mhm. Gucken wir mal, wenn gleich vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit fehlt. Ja, so. Ja. Und ich habe auch, wie Sie, vorweg natürlich auch schon eins gemacht, denn das muss jetzt auch eine Stunde. Muss das jetzt brutzeln? Mhm. Ja. So. So. Mal für jeden eine Keule erstmal, ne? Ja, höchstens zum Probieren. Ja, ja. So, hier ist relativ viel Flüssigkeit, aber ist okay. Ein bisschen einkochen. So. Bei mir kommt jetzt auch Senf rein, also sehr parallel. Ja, ne? Ja, der Saursenf, der gibt immer so einen kleinen so einen I-Punkt. Und ein kleiner Schuss Cognac. Mhm. Wie bei meinem Kinder. Ketchup? Ja. Ja, von dem Sie erzählt. Sie haben, ich habe gesehen, ein Kochbuch speziell für Jungs. Ja. Was heißt das? Essen Jungs was anderes als Mädchen? Ja, die essen schon was anderes. Sie haben etwas anderen Stoffwechsel. Vor allem sind sie viel empfindlicher. Der Magen ist empfindlicher. Und die Essgewohnheiten sind anders. Von Jungs als von Mädchen. Also wenn ich irgendwo ein angebissenes Schulbrot liegen sehe, auf einer Parkbank oder so, das hat bestimmt ein Junge liegen lassen. Kein Mädchen würde sowas machen. Ach. Und die müssen einfach anders motiviert werden zum Kochen, aber auch zum Essen. Und, sind das dann auch andere Rezepte? Ja, also zum Beispiel Rezepte, die man machen kann beim Lagerfeuer und sowas. Oder ja, wenn man gar nicht essen will, oder auch so manche experimentelle Sachen, so die. Zum Beispiel kann man so Kekse nehmen und da so Schokostreusel rein. Und dann kommen die in so eine Tüte. Und dann können die mitnehmen auf einen Ausflug oder so. Und dann können sie sich an den Hals setzen. Und das ist ganz cool. Das ist einfach das ganz coole. Das machen Mädchen natürlich nicht. Nein, Mädchen würde das nicht machen. Und das füllt ein ganzes Buch, solche Sachen. Das ist toll. Und kochen Sie selbst mehr nach Rezept oder mehr so frei? Also, beim Backen zum Beispiel, da muss man ja richtig auf Rezepte achten, was es wird. Ne? Deswegen mag ich Backen nicht so sehr. Also ich mache lieber sowas, wie Sie da gerade machen, dass man das so ein bisschen abschmecken und so. Ja. Und dann, was auch wichtig ist, finde ich, dass man immer dabei bleibt. Ja. Dass man immer
in der Küche, auch wenn es eine halbe Stunde irgendwie kocht. Und kochen Sie allein gerne? Ich sehr gerne allein, ja. Lieber allein. Ich mach das lieber nicht so. Ja, ich bin ja mehr so ein Gemeinschaftskoch. Ja, ich hab gerne, wenn wir hier rumstehen und so. Und sonst könnte ich die Sendung nicht machen. Genau. Ja, dann wollen wir doch mal probieren. Ja. Ich lasse das jetzt offen hier. Mach mal erstmal ein bisschen Platz. Ein paar Messer. Das ist noch mal Ihr Weißer. Ach ja, danke schön. Was war das für ein Rotwein, den Sie hatten? Den, das zeige ich Ihnen gleich. Natürlich aus Sardinien. Oh, sehr nett. Danke. Weil wir wussten, dass Sie einen Bezug zu Sardinien haben. Ja. Contini. Canonau, ja, die Sardegna. Canonau ist der, eine Traube, die ist typisch für Sardinien. Ah, ja. Ja, also ich denke, dazu vielleicht schon einen roten auch? Oder ich denke, Rotwein. Oder lassen Sie dazu einen Rotwein. Dann, dazu ja, dazu Weißwein. Sowieso, dafür habe ich den ja extra. Dann machen wir bleiben erstmal einen Weißen. Ja, ich habe hier schon ein Messer hingelegt. Ja. Und Gabel. Darf ich jetzt, Sie haben jetzt nur einmal gemacht? Ach so, wollen Sie nicht essen? Wir wollten von einem Teller essen. Nein. Essen wir von zwei Tellern. Kein Problem. Sonst kommen wir uns in die Quere. Ja, eins reicht? Eins. Und eine Kartoffel. Und ich gebe vielleicht so eine, ja, für die Soße. Und von der Soße, genau. Ach, dann brauchen wir einen. Ich leg das mal, du, das stell das mal hierher. Ja. Ich habe so ein etwas größere. Ich glaube, dass das ganz gut ist hier. So, vielleicht darf ich? Ja, natürlich. Es kommt eigentlich mehr auf das Gemüse an. Die Soße ist eigentlich mehr die Brühe. Also. Das, ja, aber so ein bisschen darf es sein. Ja, natürlich. Ich glaube so. Ja. Ja. Ich gebe noch die berühmten Aphrodisimo-Servietten. Ah! Oh, danke schön. Sauber. So, also eine. Ach so, meins wird jetzt. Da stelle ich auch noch die Uhr. Wie lange muss das jetzt drin sein? Das halbe Stunde mit Deckel und Viertelstunde ohne. Also stellen wir jetzt erstmal eine halbe Stunde ein. Ist jetzt 5 Minuten drin? Oder? Ja, also 25 Minuten. Mhm. Und ich mache für meins eine Stunde. Mhm. Wahrscheinlich auch je nachdem, was für ein Wild das ist. Ne? Das ja. Wollen Sie ein bisschen Baguette dazu? Nein, danke. Ich auch. Wunderbar. Bon Appetit. Oh, das fällt vom Fleische. Mhm. Vom Knochen. Das Fleisch fällt vom Knochen. Ja. Ui, das sieht schon sehr gut aus. Das Fleisch ist wunderbar. Oh, perfekt. Die Kräuter kommen sehr schön durch. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ganz lecker, darauf wirklich einen guten Schluck. Danke. Danke. Ja, passt auch gut. Sehr gut. Ja, der passt gut, der. Mhm. Kann man schon mit der Gabel abbekommen. Das Fleisch. Toll. Kartoffeln sind auch auf dem Punkt. Ja. Perfekt. Ich tue schon mal ein bisschen was auf einen Teller. Ja. Auch damit es nicht so heiß ist, wenn wir es essen. Ja. Das ist immer schlecht für die Geschmacksnerven, ja, wenn es so heiß ist. Ich mag es nicht. So, dann wollen wir mal schauen. Aha. Wird auch sehr lecker. Was das geworden ist. Und da gibt es natürlich jetzt den schönen sardinischen. Den Canonau. So. Vielen herzlichen Dank. Da bin ich ja sehr gespannt. Ja. Schieben das mal so ein bisschen. Wie lange hat das jetzt gekocht? Eine Stunde. Seit dem Anbraten. Also nachdem Sie haben noch eine. Ja, ich habe noch eine. Eine Stunde, nachdem ich so ein bisschen angebraten hatte und die ganzen Sachen dazu getan habe,
Von da ab dann ungefähr eine Stunde. Mhm. Jetzt nehme ich mal ein Stückchen Baguette für die Soße. Ja, das stimmt. Ich nehme und bringe sie mir zu Fuß auf. Gerne. Danke schön. Danke. Jetzt gucken wir mal, was der Sardinier sagt. Mhm. Ja, hat keine so starke Blume. Ja, aber schon etwas ölig. Aber schön. Und passt natürlich zu dem, zu dem Wild jetzt perfekt. Mhm. Ja. So, mal gucken, ob das mal jetzt. Hm. Auch. Auch schön. Opin. Opin, ja. Auf den Punkt. Mhm. Ja, die Karotten hätten auch zum Aquapazza gepasst. Ja, das, ja. Hm. Hm. So ist es wunderbar. Sehr. Ähnliche Gerichte. Mhm. Natürlich im Geschmack ganz anders, weil Wild ist natürlich was anderes. Aber ich meine, in der Zubereitung ist ja einfach und mit diesen. Auch hier hätte man natürlich jetzt noch andere Gemüse dazu tun können. Ne? Das ist sehr offen und sehr unkompliziert. Das tauscht alles so die Geschmäcker aus. Ja, das ist sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Kann man weiterempfehlen, oder? Ja. Mhm. Solange es nicht schlechter geht, sind wir sehr glücklich. Auch die Feigen sind sehr schön. Schön. Mhm. Ja. Das ist nur meine eigene Note mit den Feigen. Das war schön. Ich war nie in Sardinien. Ist das eine schöne Insel? Traumschön. Schön. Mhm. Ich war auf anderen Alpen, vor allem jetzt in wo Tasca d'Almarita mein ein Conte. Sizilien, da, das kenne ich. Ja. Aber Sardinien ist, anders. Sizilien ist ganz anders. Sizilien ist mehr Kultur. Ja. Also Sardinien ist wilder. Ja. Und felsiger. Ja. Sizilien ist auch sehr schön. Wunderbare Kultur in Sardinien, in Sizilien. Und wie wir eben erfahren, guter Wein. Ja. Ja, in den letzten Jahren sehr viel besser geworden. Wir haben auch die Kellerkunst, beherrschen inzwischen besser.